Herzlich willkommen beim letzten Meinungsblogger der Welt. Heute geht es um Angela Merkel, die ja nun aufhört und bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr als Bundeskanzlerin kandidieren wird. Und jetzt fragt man sich natürlich, ja, geht das Ganze jetzt in den nächsten Jahren so weiter wie jetzt oder wird sich dadurch auch was verbessern in Zukunft? Ich frage euch, wie ist eure Stimmung? Was wünscht ihr euch vielleicht, wie sich Deutschland in Zukunft verbessert? Welche Punkte sollten umgesetzt werden? Ich bitte da auch jeden, einfach sachlich seine Meinung reinzuschreiben. Ihr könnt da gerne diskutieren. Ich halte mich diesmal da vollkommen raus. Ich werde natürlich alles mal überlesen, aber ich werde keine Herzen mehr verteilen, damit ich nicht in die rechte oder linke Ecke wieder gesteckt werde. Denn ich bin weder rechts noch links, das sage ich hier auch nochmal ganz klar. Ich werde in diesem Video einfach ganz sachlich meine Meinung sagen und ich bitte das dann auch zu akzeptieren. Zu Beginn des Videos möchte ich erstmal ganz klar meine Meinung zu Angela Merkel im Generellen sagen. Ich finde, es war immer eine Person, die wenig Charisma ausgestrahlt hat und wenig Durchschlagskraft. Ich fand das immer ziemlich traurig mit anzusehen, dass sie ja eigentlich immer mehr oder weniger immer diese Fluppe gezogen hat und nicht wirklich mal auf den Tisch gehauen hat in den ganzen Jahren. Das fand ich immer ziemlich traurig. Irgendwie eine Anpackerin war es für mich nicht. Sie hat sich immer so ein bisschen ergeben vor den ganzen Aufgaben. Das war zumindest mein Empfinden. Und ich bin daher sehr dankbar, dass sie jetzt auch abgetreten ist und endlich aufhört. Denn ich fand das schon ziemlich traurig, mit anzusehen, was in den letzten Jahren auch passiert ist. Denn wirklich cool war das in der Politik in den letzten Jahren nicht, egal von welchen Seiten. Es wurde sich nur rumgestritten und wirklich was verändert wurde am Ende nicht. Die Flüchtlingskrise nervt mich mittlerweile nur noch. Ich kann mir keine Nachrichtensendung mehr ansehen. Und ich finde das ziemlich bitter, dass sich das so entwickelt hat mittlerweile. Ich habe selbst in einem Flüchtlingsheim gearbeitet und dort auch mitgeholfen und habe selbst die Probleme Aug zu Aug auch gesehen, die dort auch ja, tagtäglich passiert sind. Von daher wäre das fast schon ein eigenes Video irgendwann mal wert. Das würde ich dann aber ein bisschen krasser auch vorbereiten. Da waren so viele Probleme im Großen und Ganzen und viele Sachen konnten wir dort auch damals gar nicht besser machen. Da haben wir uns auch einfach von der Politik ziemlich im Stich gelassen gefühlt. Und das muss man auch Angela Merkel ankreiden und das bringe ich immer mit ihr auch ein wenig in Verbindung. Kommen wir auch schon zu meinen Wünschen, die ich mir von der Politik erhoffe. Und zwar würde ich mir wünschen, dass wirklich viel mehr Geld in die Bildung und in Innovation reinfließt. Universitäten und Schulen müssen besser ausgestattet werden. Es kann nicht sein, dass man in maroden Gebäuden lernen muss, die teilweise keine Heizung mehr haben. Wir sind hier wirklich in einem der reichsten Länder der Welt und da muss viel mehr Geld reinfließen in Schulgebäude, in die Universitäten und auch neue Standorte geschaffen werden, damit auch schlaue Köpfe wirklich gefördert werden und wir auch mithalten können mit den Ländern wie China und Co., die uns immer weiter einholen und irgendwann auch überholen werden. Und das ist schon ziemlich bitter mit anzusehen, dass eins der reichsten Länder der Welt da so wenig Geld reinsteckt im Verhältnis. Dann erhoffe ich mir auch in Zukunft, dass was gegen die Altersarmut gemacht wird. Denn das wird uns alle betreffen in Zukunft, dass wir vielleicht keine Rente mehr bekommen, beziehungsweise auch Pfandflaschen sammeln müssen, um noch uns die Mieten einigermaßen leisten zu können. Dann kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Die Mietpreisbremse ist unerlässlich. Es kann nicht sein, dass die Mieten immer teurer werden und man mit Glück überhaupt noch eine Wohnung findet am Ende. Es muss auch möglich sein, sich überhaupt noch Eigentum leisten zu können auf lange Sicht. Also müssen die Gehälter auch angepasst werden an die ja, ganzen Kosten, die man so hat. Und da muss viel mehr gemacht werden. Weitere Punkte sind natürlich auch, dass die Flüchtlingskrise auch ernster beäugt werden muss. Es muss jeder kontrolliert werden, der hier reinkommt. Es muss jeder auch einen Plan vorweisen können, beziehungsweise auch nachweisen können, ob er sich integriert hat in diesem Land. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss er wieder gehen. Wenn er sich nicht benimmt, dann muss er auch wieder gehen. Dann hat er sein Bleiberecht meines Erachtens verbürgt. Härtere Strafen generell gegen Straftäter, egal ob aus Deutschland oder aus anderen Ländern, da muss viel mehr gemacht werden. Es kann nicht sein, dass jemand, der jemanden umbringt, nach 3, 4 Jahren wieder rauskommt. Das kann nicht sein. Und. Das sind so viele Punkte, die mir jetzt spontan einfallen, die wirklich traurig sind. Das Internet, es kann nicht sein, dass wir in einem der reichsten Länder der Welt so ein schlechtes Internet haben und teilweise Länder, die wirklich keine krasse Infrastruktur vorweisen können, weit vor uns sind und wesentlich günstiger auch Internet anbieten beziehungsweise auch wesentlich schneller sind, was das Internet angeht. Das ist ein ganz großer Punkt. Das Internet ist unerlässlich in Zukunft und muss wirklich ausgebaut werden. Da wurden so viele Fehler in der Vergangenheit gemacht. Es sind so viele Punkte, die man aufzählen kann. Und das ist einfach traurig. Die Gehälter, wie gesagt, müssen angepasst werden. Es kann nicht sein, dass wir auf Dauer uns die Sachen nicht mehr leisten können, wie eine normale Wohnung oder vielleicht mal ein Auto oder dass man sich generell vielleicht noch nicht mal mehr eine
Wohnung abzahlen kann, obwohl man hart arbeitet. Das muss doch drin sein. Also wie gesagt, da sind so viele Sachen am Argen, die wirklich ziemlich traurig sind meines Erachtens. Und da muss so viel gemacht werden. Und das will ich mir einfach generell von der Politik erhoffen, dass sie uns da wirklich auch ein paar Möglichkeiten gibt, beziehungsweise auch nach und nach wirklich es versucht zu verbessern, dass wir uns auch wieder ja, konkurrenzfähiger machen, im Gegensatz zu anderen Ländern, die uns langsam einholen. Kommen wir noch zu meiner persönlichen Einschätzung. Ich denke, es wird so weitergehen und es wird sich nichts großartig verändern, egal wer an der Macht ist. Es wird dabei bleiben, dass sich die Parteien untereinander ziemlich streiten werden und nicht viel bei rumkommt. Es muss gemeinschaftlich gearbeitet werden, miteinander, und es müssen Lösungen erfolgen. Und das wäre mein Wunsch für die Zukunft, aber ich glaube, am Ende wird es immer beim Alten bleiben, dass sie sich gegenseitig ausspielen, rumstreiten und am Ende wenig rumkommt dabei. Mir fehlt einfach eine Person mit Charisma, die wirklich mal auf den Tisch haut und wirklich auch gute Ideen hat für alle Seiten und einfach miteinander gearbeitet wird. Das würde ich mir für die Zukunft von Deutschland einfach sehr wünschen, und ich hoffe, es kommt irgendwann nochmal zu diesem Punkt, dass wirklich jemand auf der Matte steht, der wirklich auch Deutschland und auch allgemein Europa wieder in die richtige Bahn führt. Und das wäre schon ziemlich gut und nice, wenn wir das noch miterleben. Aber ich glaube, dass das auf Dauer wirklich Probleme mit sich bringt, dass die Parteien nicht miteinander arbeiten werden und dann immer weiter diese Probleme, die wir jetzt hier in Deutschland haben, noch verschlimmert werden. Was ist eure Meinung? Bitte bleibt bei diesem Thema sachlich, lasst auch andere Meinungen zu, egal aus welchen Lagern ihr kommt, ihr seid alle willkommen, aber bitte bleibt sachlich, das sage ich jetzt hier auch nochmal ganz klar. Ich halte mich aus den Kommentaren diesmal vollkommen raus und lese aber gespannt mit. Bis bald und ciao, ciao.